Abend für mich. Frohes Winterstadtfest, Dr. Krukowski. Ja, hoffentlich haben Sie sich gut amüsiert. Ja, habe ich. Wir sind heute nur zu zweit. Feiertage sind schön und gut, aber wir müssen hier trotzdem alles am Laufen halten. Das stimmt. Wie sieht es denn aus? So wie es soll. Den Leuten geht es an solchen Tagen tatsächlich immer etwas besser. Manche haben Heimweh, andere freuen sich einfach etwas gut zu haben. Aber psychologisch hilft das Winterschlaffest tatsächlich. Ich werde mich heute um die gute Irma kümmern. Bitte übernehmen Sie Ihre Aufgaben. Sie finden mich im Pausenraum, wenn es fertig ist. Einverstanden, ich melde mich gleich bei Ihnen. Aber zu Irma müssen auch mal. Da haben wir eine Kerze abzugeben. Ich stelle dir mal eine Pizza vor. Nee, wo bist denn du? Bist du schon weg? Ich dachte, du bist noch hier. Ich gehe jetzt auch kurz auf die Nuss. Nach die Nacht. Hoffe, du bist wieder fit. Freue mich, dass du wieder zur Arbeit kommst. Hätte mir noch nicht geglaubt, dass ich gewonnen habe. Ich zitter immer noch, das war so toll. Danke für mich. Okay, wo liegt denn hier? Liegt die hier, die hier? Okay, hier liegt sie nicht. Wär so gerne auf dem Winterschlaffest gegangen. Das glaube ich ihm. Tut mir leid, dass es nicht geklappt hat. Ich feiere hier einfach mein eigenes Winterschlaffest. Ich hatte gerade einen Kaffee mit Sahne und Haselnuss. Das war der Höhepunkt meines Tages. Sie haben eine Entzündung des Nierenbeckens. Haben Sie Schmerzen? Ja schon, aber ich bleibe tapfer. Alles klar. Aber quälen Sie sich nicht zu sehr. Wenn Sie wollen, können Sie jederzeit Schmerzmittel bekommen. Ich verabreiche Ihnen erstmal Medikamente, um die Entzündung zu dämmen. Ich würde sagen, hier. Oh je. Nicht so zittern. Sonst tut's weh. Jetzt habe ich die Werbung nicht gesehen. Bitte geben Sie Bescheid, wenn die Schmerzen stärker werden. Und auch wenn das Wasserlassen Probleme machen sollte. Man sollte zwar so spät kein Koffein mehr zu sich nehmen, aber der Kaffee könnte seinen Beitrag dazu leisten. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein schönes Winterschlaffest, einen festen Schlaf. Danke, ich muss gehen. Ich muss gestehen, ich bin gerade hellwach. Schade, dass wir jetzt nicht mit der alten Irma reden können. Für die haben wir doch eine Kerze. Guten Abend, Frau Van Galen. Dabei ist es wichtig, sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Nach jedem Einatmen folgt das Ausatmen. Das Geschlossene wird eines Tages wieder geöffnet und andersherum. Darf ich kurz stören? Oh. Hallo, Finny. Ich habe dich gar nicht reinkommen hören. Wir waren gerade im Gespräch versunken. Ich habe die liebe Sonja heute Abend in der Cafeteria getroffen. Kann man so sagen, ich hatte vergessen, dass ich heute einen wichtigen Termin hatte. Ich habe Atemnot bekommen und bin wieder ohnmächtig geworden. Dr. Gauterra hat mich hochgebracht. Ich muss sagen, ich hatte Glück, dass Benjamin auch
aus der Chirurgie gerade auch dort war. Er war so eine große Hilfe für Sonja, sicheren, besonders sicheren Transport. Danke, Dr. Gutierrez. Haben Sie eine Behandlungsempfehlung? Ich weiß nicht, ob Sie meinen Behandlungsansatz kennen, aber ich bin überzeugt, dass der Körper nur mit Hilfe des Kopfes heilen kann. Medikamente behandeln manchmal nur das Symptom, jedoch nicht die Ursache. Frau Gallen, ich wünsche Ihnen einen guten und natürlich Genesung. Alles Gute und natürlich Genesung im Geist und Körper. Ich habe mir eine viel zu lange Pause erlaubt. Kommen Sie beide gut durch die Nacht. Danke, das wären wir. Immer noch die Flecken auf dem Shirt. Wie fühlen Sie sich, Frau Van Galen? Ich fühle mich immer noch ein wenig neben mir. Ihr Blutdruck ist wohl ins Wanken geraten. Sie sind mit einem extrem hohen Blutdruck zu uns gekommen. Medikamente regulieren ihren Blutdruck. Dr. Gutierrez hat auf mich eingeredet, dass es mir besser ging. Er hat irgendwas erzählt von innerer Mitte, Atemübungen und so weiter. Ich habe es mal mit Yoga versucht, nicht mein Fall. Herr Dr. Gutierrez hat seine Sicht auf die Dinge. Aber er hat nicht gerade Unrecht. Lassen Sie mich Ihre Werte prüfen. Wir müssen darauf achten, dass die Medikamente passen und sie stabil bleiben. Alles klar. Jetzt hier im Stehen. Oh je. Na, C. Da bin ich nicht so gut dran in dem Spiel. Es wäre klug, Methoden zu entwickeln, um Stress zu reduzieren. Es geht leider ganz vielen Leuten heutzutage so. Aber wie soll ich den Stress vermeiden? Da gibt es einige Möglichkeiten. Jedoch muss man selbst herausfinden, was funktioniert. Ehrlich gesagt ist Stressvermeidung nicht Teil meines Studiums gewesen. Das, was Dr. Gutierrez gesagt hat. Das hat irgendwie geholfen. Dann ist super. Ich werde mich mal hingehen. Vielleicht habe ich ja Glück und erwische Dr. Gutierrez morgen nochmal. Ruhen Sie sich gut aus. Also Real Talk, mir hilft Musik immer ganz gut. Meine Lieblingsmusik hören und andere gute Musik. Das ist immer sehr, sehr hilfreich. Eine Eule. Dr. Gerda Geniesdorf? Endlich. Bring ich mir mal einen schwarzen Tee. Dann sagt Dr. Theobald, dass ich ihn sprechen möchte. Ich bin Ihr behandelnder Arzt. Sie sind Arzt? St. Ursula, steh uns bei. Bist doch gerade erst aus der Windel herausgewachsen. Kann man sich jetzt das Medizinstudium einfach im Internet kaufen? Bleiben wir bei der Sache, Frau Dr. Geniesdorf. Sie sind heute zu uns gekommen mit starken Tremor. Dazu beklagen Sie einen wiederkehrenden Juckreiz und Muskelschwund. Leberzirrhose. Bitte? Leberzirrhose, bist du taub? Ist doch schon untersucht worden? Davon steht gar nichts in. Bin ich Chirurgen, Kleiner. Ich habe mehr Leberzirrhosen auf dem Tisch gehabt als die warmen Mahlzeiten. Entsprechend bekannt ist mir die hohe Mortalität, wenn ein chirurgischer Eingriff nötig wird. Darum bin ich hier. Lass mir das Theater und komm zur Sache. Okay, Medikamente. Nehmen wir erstmal plus blau, würde ich sagen.
Wir nehmen das Grün, das Blau, das Rot und das Orange. Jetzt braucht man noch mehr Rot. Oh je. Yeah. Das hab ich ja mal versaut. So, wir brauchen Blau. Fangen wir mal mit Pink an. So können wir Pink und Grün auf einmal bringen. So, dann kommt Rot dann auf einen und dann so könnte es gehen, oder? Ne, Blau ist noch ein bisschen zu. Blau ist ein bisschen zu hoch. Wenn wir das hier machen, dann wird. Jetzt haben wir Grün zu wenig. Naja, was soll's. Fällt doch nichts Besseres ein. Nah genug dran. Ihre Leberwerte sehen kritisch aus. Was du nicht sagst. Damit wir sicher gehen, dass es sich um meinen Leberzirkus handelt, müssen wir eine Leberbiopsie durchführen. Nein. Nein. Ich weiß doch schon, dass es eine Leberzirrhose ist. Wofür halten Sie mich? Auch wenn es Ihre Buchhaltung sicher unheimlich freut, nur den Eingriff abzurechnen. Was, wenn es keine Leberzirrhose ist? Muss ich Sie hier ausbilden, damit Sie mich richtig behandeln? Hören Sie. Ich spreche dem Alkohol zu. Wie bitte? Ich rede von chronischem Alkoholmissbrauch. Und Ihr Pflegepersonal besteht darauf, dass ich hier nicht trinke. Also ich habe zwei Probleme. Alkoholentzug und eine verfluchte Leberzirrhose. Laut neuesten Erkenntnissen könnten Ihre Symptome auch durch eine Krankheit ausgelöst werden. Neue Erkenntnisse? Wichtig, Tuberei ist das. Na, machen Sie nur. Sie wissen ja sicher ganz genau, was Sie tun. Sehr freundlich, die Patienten hier. So, jetzt muss ich aber nochmal irgendwie zu der Dame hin. Ich muss die Kerze noch abgeben. Ich bin durch, Dr. Kukowski. Irgendwelche Auffälligkeiten? Nein, alles in Ordnung. Sie haben recht. Leuten geht's echt ein wenig besser heute. Bin gerade ganz froh, dass ich heute Schicht habe. Ist irgendwie gemütlich. Wie Sie meinen. Lassen Sie mal sehen. B, C, A und B. Das meine ich. Sie waren heute wirklich fix, das gefällt mir. Ich habe noch eine Bitte an Sie. Na klar, was denn? Irma, ich meine Frau, die Krämer. Ich habe sie heute Nacht beobachtet und es geht ihr nicht besonders gut. Sie hat gefragt, ob der nette Arzt heute noch mal vorbeischaut. Ich denke, Sie sind damit gemeint. Sehen Sie doch mal nach ihr. Sie freut sich bestimmt. Ja, sehr gerne. Ich wollte ihr noch ein Geschenk bringen.
Aber dann lassen Sie sie nicht warten. Sehr schön, ich wollte sowieso hin. Wo liegt sie denn? Auf welcher Station? Auf welcher Station hier, aber in welchem Raum? 303? Hey Irma, wie geht's Ihnen? Finny, was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie feiern heute mal so richtig. Das habe ich auch. Es war toll. Ich habe viele Leute getroffen und der Endtopf-Wettbewerb war richtig spannend. Sie haben extra den Brunnen wieder in Betrieb genommen. Und schauen Sie mal hier immer. Dieser Duft ist so toll. Damit machen Sie meinen Tag perfekt. Mich fröstelt es auch schon viel weniger. Ich habe so viele Bilder im Kopf, so viele Erinnerungen an all die Jahre, an all die vielen Winterschlaffeste. Sie hatten doch heute Ihr erstes Winterschlaffest, nicht wahr? Ja, aber Sie sollten sich ausruhen, Irma. Das viele Regen geht auf die Lunge. Nein, alles gut. Ich brauche doch jemanden, dem ich meine Räuberpistolen erzählen kann. Ich bin sehr müde. Aber ich möchte Ihnen noch eine letzte Geschichte erzählen. Was heißt eine letzte? Irma, was meinen Sie damit? Ist schon gut. Was? Nein, ist es nicht. Wir bringen sie wieder auf die Beine, versprochen. Ich hole direkt Dr. Krakowski. Wir kriegen das hin. Sie haben schon mehr hingekriegt, als ich mir vorstellen kann. Aber darf ich Sie noch um etwas bitten? Natürlich, was denn? Ich hätte unglaublich gern noch einen Tee. Mein Hals ist etwas trocken, wissen Sie? Klar, also ich wir immer mit der Ruhe finde. Es ist alles gut. Ich gehe schnell in den Pausenraum. Und haben wir Tee. Bin sofort wieder da. Mein Instinkt sagt mir, dass ich lieber nicht gehen sollte. Oh, ja. Bitte lass das. Lass mich nicht recht haben mit meinen Gedanken. Wenn das, was passieren wird, ist offensichtlich, das sieht ja jeder. Aber was jetzt in diesem Moment passieren wird. Zum Glück ist hier immer heißes Wasser. Welchen Tee nehme ich denn? Schwarztee, Pfefferminztee, Früchtetee, grüner Tee, Wintertee. Ein Wintertee, warum nicht? Okay, jetzt schnell zurück zu Irma. Finde ich schon in der Pause? Nein, ich. Ich hole nur einen Tee für eine Patientin. Der alte Irma weiß eben, was gut ist. Bitte kommen Sie mit. Irma geht es gar nicht gut. Ich weiß. Ich war bereits bei ihr und habe ihre Werte gecheckt. Sie wird sterben. In den nächsten Stunden. Aber wir müssen doch was tun. Ich werde mir jetzt auch einen Tee machen. Dann können Sie so seelenruhig hier reinspazieren und nichts unternehmen. Ich habe alles unternommen, was ich tun konnte. Finde, manchmal helfen auch die besten Behandlungen nicht. Oder die schlechtesten in meinem Fall. Aber gehen Sie zu ihr. Ihre letzten Stunden so erträglich wie möglich machen. Das müssen Sie nun für sie tun. Geben Sie ihr genug Schmerzmittel. Sollten wir nicht Ihren Sohn kontaktieren?
Auch das habe ich bereits versucht. Ich habe Giano leider noch nicht erreicht. Versuche es weiter und informiere ihn dann. Gehen Sie nun. Irgendwas Tee wird kalt. Okay. Ach ja. Ein trauriges Thema. Ja, das gehört natürlich, also in einem Krankenhaus ist das natürlich, das ist ein Thema, an dem man da nicht vorbeikommt. Da ist der Tod ein täglicher Begleiter. Meine Befürchtungen haben sich nicht erfüllt. Ich habe gedacht, sie schickt mich jetzt raus, um Tee zu holen, um es schneller zu machen. Das hatte ich schon die Befürchtung, um da hier mal den Sterbeprozess ein bisschen zu verschnellern. Irma, ich bin wieder da. Und ich habe ihren Tee. Ich wollte es noch nicht aussprechen, falls es wirklich im Spiel ist. Irma. Was? Wie? Oh, entschuldigen Sie. Ich bin gerade kurz weggelöst. Sie sind ein Schatz. Vielen Dank. Stellen Sie ihn einfach dort ab. Ich erinnere mich noch an mein erstes Winterschlaffest. Es war besonders kalt. Autos und Parkbänke waren schon vom Schnee begraben. Aber das Winterschlaffest musste natürlich trotzdem stattfinden. Eine letzte Geschichte. Gilbert. Liebte Heißluftballons über alles. Aber er hatte große Angst vorm Fliegen. Und er war auch nicht mehr der Jüngste. Nichts für ungut. Dafür sind wir aber gerne aufs Land gefahren und haben uns die Ballonrennen angesehen. Natürlich, bevor man es verboten hatte. Es war Winterschlaffest. Als Gilbert das erste Mal im Heißluftballon saß. Auf den Straßen und auf den Dächern der Häuser lag schon Schnee. Die Lichter, die Düfte. Jedes Jahr waren wir da. Wenn es draußen kalt war und alle näher zusammenrückten. Ich hatte bereits eine Haselnusskerze gekauft und habe viel gelacht und mich nett unterhalten. Gilbert hatte sich heimlich verdrückt. Er hat auf dem Platz einen Heißluftballon entdeckt. Damals konnte man noch Winterflüge buchen. Die ganze Stadt soll man von da oben gesehen haben können. In diesem Jahr blieb er aber auf dem Boden. Es war bereits frostig, kalt und sehr windig. Und einmal zog ein eisiger Windstoß über den Platz. Hüte und Mützen flogen durch die Luft. Mütter mussten ihre Kinder festhalten. Und mein Gilbert hat den Windstoß einfach in den Korb des Ballons geboostert. Als er sich aufgerappelt hatte und wieder aussteigen wollte, kam ein Schreck seines Lebens. Der Ballon hatte sich losgerissen und flog schon hunderte Meter über der Stadt. Und ich hatte die ganze Sache gesehen und wollte den Ballon an einem Seil festhalten. Stattdessen bin ich einfach mitgeflogen. Gilbert half mir in den Korb und dann trug uns der Wind immer höher und höher in die Winterwolken. Porcupine war nur noch ein kleiner Lichtfleck im Nebel und schließlich ganz verschwunden. Gilbert konnte sich kaum rühren vor Höhenangst. Es war bitterkalt. Aber ich habe ihm gut zugeredet und ihn dann daran erinnert, dass sein Traum endlich wahr geworden war. Ballonfahren. Leider mussten wir feststellen, dass der Brenner eingefroren war. Aber da fiel mir die Haselnusskerze ein, die ich gekauft hatte. Also machten Gilbert und ich es uns im Korb des Ballons bequem und zündeten Kerze an, um uns zu wärmen. Ich weiß nicht, wie lange wir dort gesessen haben. Es war unbeschreiblich schön.
Nur wir und der Himmel und die Wolken und der Duft der Haselnusskerze. Plötzlich gab es einen Knall. Der Brenner sprang wieder an. Die Wärme der Haselnusskerze hat ihn aufgetaut. Gilbert fand schnell heraus, an welchen Schrauben er drehen musste, um den Ballon zu steuern. Und die Höhe machte ihm auch nichts mehr aus. Doch wohin sollte er den Ballon nur steuern? Noch bevor wir uns wieder Sorgen machen konnten, hörte ich es, ganz leise. Das Winterschlaflied. In Porcupine singen wir es alle zusammen zum Winterschlaffest. Wir spitzen die Uhren und Gilbert steuerte den Ballon geradewegs auf den Gesang zu. Schließlich tauchte Porcupine aus dem Nebel auf. Der schön geschmückte Marktplatz, die schneebedeckten Dächer und all die Leute auf dem Fest. Welch ein Anblick, sie hatten gesungen, damit wir unseren Weg zurückfinden konnten. Gilbert landete direkt vor dem Brunnen und wurde von der Menge gefeiert. So ist's gewesen, oder fast so, als mein Gilbert und ich zum ersten Mal und letzten Mal miteinander geflogen sind. Im Jahr darauf ist er gestorben. Bald treffe ich ihn wieder. Dann fliegen wir wieder gemeinsam. Mein Gilbert und ich. Höre immer jedes Mal zu. Das war doch ein. Das Achievement. Das war doch ein Muss. Spielen Sie in der Stadt immer noch das Winterschlaflied? Vielleicht, ja. Ich höre es ganz leise. Ja, die feiern bestimmt noch. Und wir beide müssen hier im Krankenhaus arbeiten. Was? Sie machen das gut. Mit der Arbeit. Aber ich. Ja, Mama. Ich hab's geschafft. Bis zum Winterschlaf. In den zweiten Akt. Wenn sich der Baum und schon draußen schneit. Ah, der Suppentopf. Oh, Winterklamotten. Wer ist die denn auf den Fuß getreten? Hattest du kein schönes Winterschlaffest? Hab gerade keine gute Zeit. Kann ich dir helfen? Nein. Ach ja. Der Tod. Er gehört mit dazu zum Leben. Aber ja, so ist es nun mal. Finny, hallo, siehst nicht gut aus. So als seien die Wellen deines Flusses um das Ufer getreten. Mag schon sein, ja. Wie läuft es mit deiner Schwester? Ich habe ihr von deinem Flussgedanken erzählt, dass wir Zweige zusammenhalten müssen gegen den Strom. Wir haben eine Stunde lang durchgeheult. Oh, das ist etwas Gutes, hoffe ich. Ist es. Bald wird der Flussschüler zum Flussmeister. Was für mich? Meinst du mich? Noch nicht, aber bald. Vielleicht. Wow. Als nächstes bringe ich dir bei, wie man den richtigen Campingstuhl auswählt. Ich weiß nicht, ob ich mich bereit fühle. Hehe,
Thank you.